Freitag, 15 Uhr. Herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 2 in unserer Serie 10 Irrtümer über Interim Management. Interim Manager kommen nur auf Geschäftsführungsebene zum Einsatz, so lautet der Irrtum Nummer 2, mit dem wir uns heute beschäftigen. Wenn Sie die erste Folge verpasst haben, dann finden Sie hier oben auf der Infocard den direkten Link auf dieses Video. Ja, Jürgen, auf den ersten Blick scheint sich ja dieser zweite Irrtum gar nicht so sehr vom ersten Irrtum zu unterscheiden. Aber wenn man ganz genau hinsieht, dann handelt es sich hierbei um zwei völlig verschiedene Themenkomplexe. Genau. Denn der Irrtum Nummer 1, der betrifft die Frage, welche Art Aufgabe im Unternehmen zu erledigen ist. Und das spiegelt durchaus die Lebensphasen eines Unternehmens wider. Vom Aufbau über das Überbrücken von Kapazitätsengpässen in der Wachstumsphase, die klassische Projektarbeit in der Reifephase, bis hin zum Change Management in der Revitalisierungsphase und schließlich dann natürlich auch zur Restrukturierung. Heute aber beim Irrtum Nummer 2 widmen wir uns der Frage, in welcher Linienfunktion oder in welchen Ebenen übernehmen dann Interim-Manager die Mandate in diesen Unternehmen? Und das ist keinesfalls in der Masse die Geschäftsführungsebene im Unternehmen. Ja, wer würde denn das auch erwarten beim pyramidalen Aufbau der Unternehmen, als ob die Masse der Mandate ausgerechnet an der Spitze der Pyramide anfallen würde und nicht in der tragenden Basis darunter? Ja, und die Zahlen sagen ganz klar, dass auch nur knapp ein Viertel der Interim-Manager auf der Geschäftsführungsebene unterwegs sind. Auch diese Zahlen sind vom AIMP und öffentlich zugänglich. Und wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, kann man sagen, das Interim-Management von heute ist keinesfalls dominiert durch Geschäftsführer oder gar mit Restrukturierungsaufgaben. Stattdessen hat das Interim-Business die gesamte Bandbreite der betrieblichen Funktionen erreicht. Genauso ist es, weil es handfeste Vorteile für die Unternehmen bietet. Schauen wir uns das im Jahr 2020 einmal im Detail an. Für viele mag das jetzt sehr überraschend sein, Jürgen, aber gerade in diesem Jahr wurden Interim-Manager und Interim-Managerinnen für Personal ganz besonders nachgefragt, stärker als jede andere Funktion. Und das ist im Übrigen auch gar kein Ausreißer. Und wenn man sich nämlich die Studien der letzten Jahre anschaut, dann wird man das genauso auch erkennen. Letztlich ist das auch nicht weiter verwunderlich. Spezialisten für das Thema Personal werden vor allem im Mittelstand nachgefragt. Hier hatte die Personalabteilung in der Vergangenheit mitunter die Rolle des internen Einwohnermeldeamts, das dann den aktuellen Herausforderungen nicht mehr gewachsen war. Ja, dann in solchen Fällen muss dann natürlich Know-how von außen zugeführt werden. Und gerade wenn die Unternehmen vor herausfordernden Themen stehen, wie War for Talent, Employer Branding oder auch Agilität. Ja, woher soll denn dieses Know-how sonst kommen, wenn nicht von außen, von Interim-Managern und vor allem Interim-Managerinnen, die diese Linienfunktion traditionell dominieren? Dadurch, dass der bisherige Personalchef für eine Woche auf ein Seminar geschickt wird, das funktioniert im Leben nicht. Traditionell stark nachgefragt werden auch Interim-Manager für den Bereich Finanzen. Und ein paar beispielhafte Themen sind in dem Bereich Systemeinführung, Fast Closing oder auch Optimierung der Prozesse. Und mitunter macht auch die Hausbank liebevoll ihren Einfluss geltend, weil das Kundenunternehmen nicht mehr die Vorgaben an das Reporting erfüllt. Und hier hilft dann ein Interim-Manager, dass diese Vorgaben möglichst schnell dann eben doch erfüllt werden. Ja, lass uns jetzt abschließend noch auf die Techniker eingehen. Denn Techniker sind seit Jahren auch sehr gefragt, wenn auch die letzten verfügbaren Zahlen vom AIMP das nicht ganz so widerspiegeln. Aber wir beiden sind uns einig, das ist wahrscheinlich Corona geschuldet.
Ja, richtig. Technische Leiter, Werksleiter, Produktionsleiter, das sind Überschriften für viele Anforderungsprofile im Markt. Die Themen heißen dann hier Prozessoptimierung, Lean Management, Automatisierung oder eben auch Verlagerung. Ja, fassen wir unsere Einschätzung zum Irrtum Nummer 2 zusammen. Interimmanager kommen eben nicht nur auf Geschäftsführungsebene zum Einsatz. Das Projektgeschäft außerhalb dieser Geschäftsführungsebene ist rund dreimal so groß. Und Personal, Finanzen, Technik sind die dort bestimmenden Linienfunktionen. So ist es. Was also empfehlen wir? Ganz einfach. Entfernen Sie das Etikett Geschäftsführungsebene aus dem Hinterkopf, ersetzen es einfach durch den Begriff schnell verfügbare Fachleute, auf die Sie nicht ewig warten müssen. Dass diese Fachleute die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken in ihrem Unternehmen, das zeigen wir Ihnen im nächsten Video. Ja, dann beschäftigen wir uns mit einem auch sehr, sehr dominierenden und immer wieder diskutierten Irrtum, Irrtum Nummer 3, der da lautet: Interimmanager machen doch das Gleiche wie Unternehmensberater. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.